Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in My Time at Portia. So, wir haben einiges schon vorbereitet. Und auch schon einige Maschinen bauen können. Wir befinden uns immer noch hier an dem Schneidetisch. Also, wie heißt der? Einfache Textilmaschine stellen wir gerade her. Dann müssen wir mal schauen. Hier ist Bronzebarren fertig. So, zwei werden noch hergestellt. Und ich hatte überlegt, wir können ja nicht über diesen Fluss hier unten. Das liegt bestimmt daran, weil wir ja den Auftrag haben, die Brücke zu reparieren. Dass wir das Gebiet wirklich erst freischalten müssen, um dann da auch hingehen zu dürfen und sowas. Und ob es nicht sinnvoll wäre, vielleicht einen zweiten Schmelzofen zu bauen, da wir ja, wie es aussieht, alles in Barrenform benötigen. Können wir mal durchgucken hier. Da können wir natürlich nicht. So. Da brauchen wir Barren. Die Maschine haben wir hergestellt. Die beiden auch. So, hier benötigen wir auch Barren für alles. Und hier müssen wir auch Sachen einschmelzen. Glas, Bronzebarren, Kupferbarren. Hier brauchen wir auch Kupferbarren. Hier Ziegel, die wir auch herstellen müssen. Dann würde es sich lohnen, hier noch einen zweiten Schmelzofen hinzustellen. Oh, die sind nicht gut gelaunt. Müssen wir bestimmt düngen. Das Problem ist, wir haben nicht besonders viel Dünger. Den haben wir ja nur so bekommen. Müssen wir dann mal gucken. Ah, jetzt sind sie gut gelaunt. Wie wir dann an neuen Dünger kommen und was uns der kostet. Also können wir von einem Bauernladen bekommen. Und Mixer. Also bestimmt selber herstellen. So, wir können ja während das hier noch vor sich hin arbeitet, ein paar Bäume fällen. Da wir bestimmt auch wieder kein Holz haben. 200 Holz haben wir noch. Wir müssen uns aber natürlich immer wieder den Schmelzofen befüllen. Wenn hier schon Bäume in der Nähe stehen und dass die Bronze noch ein bisschen braucht, stellen wir erstmal, hacken wir erstmal ein paar Bäume. Oh, den können wir auch hacken, okay. Wir müssen uns ja dann noch eine verbesserte Axt herstellen. Und wir können auch gleich mal gucken, wie viel Geld wir haben. Wir konnten ja die Regenschirm-Quest beim letzten Mal absolvieren. Oh, wir sind Level aufgestiegen. So. 200 haben wir. Hier haben wir noch eine für Stoff.
Ah, und die Pflanzen müssen wir ernten, dann bekommen wir auch nochmal 300 Gold. Hierfür müssen wir nochmal in die Mine gehen. Ah, und hier, das gibt richtig Erfahrungspunkte und gut Gold. Das stellen wir ja gerade her. Die Brückensachen. Dann gucken wir mal. Ja, was erhöhen wir denn mal? Wollen wir schneller sprinten? Oder mehr Geld für Quest? Doppelte Beute. Ausdauer um 2% erhöht. Pflanzenguru. Fische, Handwerker. Materialkosten verringern, das hört sich auch gut an. Ja, mehr Geld oder mehr Erfahrungspunkte. Ja, wir machen einen hierhin und einen in mehr Geld. So, haben wir von beiden etwas. Jetzt können wir das hier wieder einlagern. Dahin. So. Ein Brückenteil haben wir schon hergestellt. Aber für die Stoffquest brauchten wir ja das hier. Was will der jetzt hier hinten? Marmordiele. Zurückholen. Ja, nee, wollen wir ja nicht. Bronzerohr. Ey, wir haben noch Bronzerohre. Ja. Bronzerohr. Bronzerohr 2. Ist doch. Ah, Bronze. Ja, gut, okay. Da habe ich Kupfer mit Bronze verwechselt. Das kann ja mal passieren. Das Kupferrohr, logischerweise. Wir müssen nämlich hier noch gleich dann Bronzerohre herstellen. So, was brauchen wir für eine Axt? Bronzebarren. Und ein Verbesserungsset. Okay. Ah, wir können jetzt Regenschirme herstellen. Verkaufspreis 45, ob sich das rechnet. Also, 3 Bronzebarren. Wir haben gleich 7. So. Dann können wir mal gucken, was wir hier brauchten. Für die Brückenteile. Kupferrohre. Ah, 6 Stück nämlich. Und Hartholz. Hartholz ging nicht. Dafür brauchen wir eine bessere Axt. Dann ist die Axt erstmal wichtiger. Dieses Teil, den Brückenkörper, konnten wir herstellen. Den haben wir ja schon im Inventar. Hier. Brückenkörper. Da müssen wir jetzt noch 2 von den Brückenköpfen herstellen. Kupferbarren. Fehlen uns einige. Also müssen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Schmelzofen. Was kostet der denn? Oh, warte, da war er. Ein Steinhocker und 10 Holz. Ein Steinhocker, den können wir doch schon herstellen, oder? Wo war das denn? Schleifstein, Holz. Steinhocker. Einmal hergestellt. So. Dann gehen wir uns jetzt ein Verbesserungsset holen. Oder? Warte.
Wie viele? 2 Bronzerohre. Bronzerohre. Da. Können wir auch herstellen. So, also 2 Bronzebarren haben wir. Wie viel brauchten wir? 3. Das passt sich aber. Der hier ist ja gleich fertig. Dann können wir die Axt herstellen. Die Schneidemaschine. Und wir holen uns jetzt erstmal ein Verbesserungsset. Also wir müssen natürlich hoffen, dass es im Angebot ist. Da wir nur 212 Gold gerade haben, müssen wir einfach mal gucken gehen. So. Boah, heute kostet es 285. Ist ja klar. 119%, das ist doch für den Arsch. Aber wir können doch bestimmt irgendwas verkaufen. Ja, guck mal, wir können... Wir verkaufen einfach 2 Energiekerne. Ist nicht sein Ernst jetzt. Er will von uns 95 Gold und gibt uns nur 48. Ja, das reicht dann ja immer noch nicht. 1 Gold für Kupfer. Der Händler ist ein Betrüger. Gucken. Acht Gold kriegen wir für den Hocker. Ein Gold für Fleisch. Ja, der ist jetzt überall so, der Marktpreis. Ja, also heute das Werkzeugset kaufen bringt ja mal gar nichts. Gucken wir mal wegen Quests. Können wir irgendeine... Ja, das mit der Brücke geht noch nicht. Brillengläser könnten wir machen. Die gibt aber kein Gold. Ach du. Die läuft aus, die Quest. Ja, dann machen wir die als erstes. Dann haben wir auch genug Gold auch. Wenn es richtig schlimm ist, so viel Gold auszugeben für so ein Verbesserungsset. Dann werden wir als erstes die Textilmaschine hier herstellen. Mit 2 Bronzerohren. So. Ja, die Axt können wir jetzt nicht herstellen. Ja, dann müssen wir noch ein paar kleine Bäume für Holz und warten, bis die Bronzerohre fertig sind. Dann können wir die Quest erstmal abschließen, bevor die ausläuft. Wenigstens wieder Holz, ein bisschen Erfahrungspunkte. Hier bekommen wir ja auch Erfahrungspunkte, wenn wir einfach gegentreten. Oh, anstatt 40 bekommen wir jetzt 46 Erfahrungspunkte. Dann hat sich das Aufstufen wirklich gelohnt mit den Skillpunkten.
Aber wir kriegen ja echt nur diese Früchte, Gummifrucht oder Äpfel. Nicht diese das andere Produkt, was wir noch brauchen zum Herstellen. Können wir den fällen? Oh. Ja gut, den können wir nicht fällen. Der ist so groß. So, hier sind noch ein paar kleine. Die großen müssten ja auch eigentlich noch mehr. So. Mehr Holz abwerfen dann eigentlich. Machen wir den noch und dann gucken wir mal, wie weit die Bronze ist. So. Tun wir das hier weg. Das brauchen wir nicht, das auch nicht. Das auch nicht. Ja. So. Die ist fertig. So. Aha, die Schneidemaschine ist fertig. So, wo stellen wir die denn jetzt hin? Am besten würde ich sagen, oh Gott, ist sie groß. Die passt da nicht hin. Ha. Hier in die Hauswand? So. Was wollte die denn? Stoff, ne? Baumwolle fällen wir gerade. Also ernten, also. Wir bauen sie gerade an. Aber wilder Kokon von Baumtritt. Es steht nicht mal welcher Baum. Ja, Stoff. Weiß ich auch. So ein Mist. Und wir brauchen sehr viele von den Kokons. Wie viel Stoff wollte die haben? 4 Stoff. Ja, super, brauchen wir 16 Kokon. Wir haben noch nicht einen einzigen bekommen. Das sind doch bestimmt schon wieder irgendwie spezielle Bäume, oder? So, das Spiel meckert ja gleich wieder, dass wir uns schlafen legen sollen. Wer ist sie denn? Ah, die kannten wir noch nicht. So. Dann könnten wir ja noch einen zweiten Schmelzofen jetzt erstmal kurz schnell herstellen. Das haben wir alles. So, Holz. Holz haben wir da. So. Kann man den. Ah, wir können den sogar drehen, okay. So, dann haben wir jetzt hier zwei Schmelzöfen. Was brauchen wir denn hier hinten? Da. Kupferbarren und Holzdielen. Da kann ja jeder von beiden irgendwie mal ein bisschen Kupferbarren herstellen. So, der macht ein paar. So. Dann haben wir das. Die Pflanze hier ist bald fertig.
Ist schon wieder schlecht gelaunt. Wie kann eine Pflanze schlecht gelaunt sein? Boah, wie oft man die düngen muss. Okay. Faserstoff. Einfach Dixie-Maschine. Die können wir leider nicht umwandeln, ne? Also wir brauchen für wasserdichten Stoff Faserstoff, okay. Ein Faden. Leder. Ein Seil. Ja, wir können den Stoff nicht herstellen. Das ist wegen der Quest jetzt natürlich sehr ärgerlich. Ich habe gehofft, wir schaffen das. Wir gehen jetzt schlafen. Und dann gehen wir in die Stadt, gucken einfach, was Stoff kostet. Es war ja nie die Rede davon, dass wir den herstellen sollen. Vielleicht können wir ihn kaufen, billig. Und dann ihr geben. Dann müsste ja... Was stand da eben? Noch haben wir ja ein bisschen, ne? Ja, 19 Stunden. Bierstoff. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir den billig eingekauft kriegen, wenn wir immer ein bisschen Plus machen und wir würden Erfahrungspunkte bekommen, das ist ja die Hauptsache. Aber wo war der Laden mit Klamotten? Können wir in dem Klamottenladen auch Stoff kaufen, ist die Frage. Also der hier hat Möbel, die da hat Klamotten. Ja. Faserstoff, aber keinen normalen Stoff. Da können wir jetzt nicht tricksen. Das ist jetzt... Hier gibt es Baumwolle. Aber auch nicht den Kokon. Weil es wenigstens den Kokon geben. Aber den kriegen wir nur von Bäumen. Aber wir haben ja noch nicht einen einzigen bekommen. Marktpreis 125, er wird ja immer schlimmer. Das ist doch Katastrophe. Holz ist auch nichts wert. Ja, verkaufen wir jetzt... Das Holz vielleicht. Oder. Es ist ja schnell wieder gesammelt. Und dann. Aber es wird immer teurer, ey. Ich will das jetzt bei den Preisen nun echt nicht kaufen, nur damit wir eine bessere Axt kriegen. Weil der. Dämliche Laden hier, der zieht ja einen hier auf den Tisch. Da gibt es irgendwie bestimmt ein System hinter. Da ist ein Friseur. Ja, dann können wir die Quest wohl mit dem Stoff leider nicht machen. Was steht denn da hinten? Eine Rattenfalle. Was ist das da? Das geht nicht. Ja, wir gucken jetzt in der Baumschule, ob wir eventuell da dann von den Bäumen was bekommen, weil
Kann ja wohl nicht sein. Ob sie den hier können wir nicht treten? Den auch nicht. Konnten wir den schon? Nö. So, wo ist die Baumschule? Da hinten. Aber da müssen wir außen lang. Okay. Sonst müssen wir gucken, ob wir irgendwie eine Quest kriegen, die wir jetzt schon erfüllen können, damit wir, ja, keine Ahnung, wenigstens ein bisschen Geld bekommen. Was will der denn? 4 Talismane. Also das Rezept haben wir gelernt. Holzkohle. Holzkisten. Holzkisten. Was kosten die denn? Ach, die sehen wir doch hier schon wieder nicht, oder? Holzkisten? So, Arbeitstisch. Arbeitstisch. Und dafür müssen wir schon wieder zu unserer Werkstatt, scheint so. Schneiden, schmelzen. Textil polieren. So, hier rühren. Mixer, was meinen die eigentlich mit einem Mixer? Kann man noch irgendwie einen Mixer herstellen? Rohstoffe. Gibt aber viele Sachen. Eisenholz. Okay. Baumtritt, ja. Aber steht nicht, welcher Baum. Ach Gott. Dann, ja, gehen wir mal zur Baumschule. Und dann gucken wir, was uns die Herstellung einer Holzkiste kostet. So, was bekommen wir hier? Gummifrucht. Dann dem hier. Honigwachs, okay, diesmal haben wir was anderes bekommen. Jetzt haben wir königlicher Honig, okay. Honig. Wilder Kokon. Der Baum bringt heute nichts mehr, okay. Also so ein Baum muss das wohl sein. Und wir haben 2 Kokon erhalten. Ja, wir brauchen aber 16. Also der Baum schaut ja genauso aus. Also es sind wirklich bestimmte Bäume, die bestimmte Sachen scheinbar geben. Ja, Honig brauchen wir nicht. Wir brauchen Kokon. So, der bringt heute nichts mehr. Ab zum nächsten Baum. Ist die Frage, ist das so auch so einer? Müssen wir mal gucken, was hier runterfällt.
Gummifrucht, nee, das ist so einer nicht. Da ist ein Apfelbaum. Wir kommen in die Baumschule nicht. Ja, wir kommen nicht weiter als hier. Oh Mist. Da müssen wir bestimmt eine Voraussetzung für erfüllen. Da hinten ist ein Baum und da ist auch noch einer. Aber hier oben ist auch noch einer. Warte, was ist das hier für einer? Das ist bestimmt wieder so ein Gummifruchtbaum. Ja. Also die breiten, hellbraunen, wie sie hier, geben Honig und ich glaube, da hinten sind Katzen mit Hüte. Oder was ist das? Also die geben Honig und Kokon. Oder sind das, was sind das für Tiere da hinten? So, der bringt nichts mehr. Was sind das denn für Tiere? Illusions-CC Level 20, also auf keinen Fall angreifen, egal was ich tue. Ja, okay, hier ist schon wieder... Ah, okay, hier können wir hingehen. Oh, cool, was ist das denn? Tierknochen. Oh, den können wir treten. Ah, Gummifrucht. Der hier bestimmt auch. Was ist das hier? Okay, einfach leer. Da hinten ist eine Kiste, aber das ist bestimmt wieder ein Gebiet, wo wir nicht hinkommen, oder? Ach ne, eigentlich theoretisch ist es noch auf der Karte. Aber da müssen wir einmal um den See hier rumlaufen. Dann holen wir uns jetzt lieber da hinten an den Bäumen noch Kokons und hoffen, dass sie dann reichen. Also hier stehen zwei von den Bäumen. So. Wir haben auch noch gar keinen Marienkäfer getötet. Wilder Kokon. 1, 2. Oh, es gibt uns Kokon. Honigwachs. Wilder Kokon noch ein. Ja, noch ein. Der gibt gar nichts mehr. So. Hier ist noch ein Baum. Ah, wilder Kokon. 2. Wie viel haben wir denn jetzt? 14. 2 Stück brauchen wir noch. Also ein Baum. Da unten ist einer. Ja, das ist der nächstgelegene. Ja, den können wir vielleicht die Quest doch noch abschließen. Das wäre super. Boah, ich brauche keinen blöden Honig. Also zur Zeit zumindest. Los, Kokon, Kokon, bitte ein, noch ein. Oh nein. Uns fehlt ein Kokon. Ist hier noch irgendwo einer dieser Bäume? Das müsste auch einer sein, oder? Also im Spiel ist 18:01, also 18:35 jetzt. Gucken, ob wir das noch schaffen. Wilder Kokon, gut.
Also davon haben wir genug. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir noch rechtzeitig zu uns nach Hause kommen. Und dann auch noch, wenn wir nicht genug, was braucht man, Baumwolle haben, müssen wir noch mal schnell in die Stadt Baumwolle kaufen. Und hoffen, dass sie noch aufhaben. So. Ja, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das nicht. Das nicht, oh, und jetzt ist voll. So, da Kokon, 18 Stück. Können wir Baumwolle ernten? Boah, 2 Minuten, ich gehe kaputt. Wie viel gibt die eigentlich? Boah, hier, das hat einen Benzinverbrauch, du. Ist ja nicht normal. Also, wir brauchen dafür Stoff. Haben wir genug? Wir brauchen 4 Baumwolle. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir 4 Baumwolle aus unserem Kübel kriegen. Wie lange läuft die Mission noch? 7 Minuten. Nein, nein. Ha. Oh Gott, hoffentlich sind da 4 Stück drin. Hm. Oh nö. Also mit 2 Schmelzöfen ist auf jeden Fall besser. Hier können wir schon mal vor. Ja gut, wir haben immer noch keine Axt für Hartholz oder so. Aber wir haben Kupferrohre. Die ich glaube ich eingelagert habe, oder? Nee, oh, cool. Aha, so. Ist die Baumwolle jetzt fertig? Oh, das ist aber... Vier, drei, zwei, eins, greif, nehmen. Scheiße. Ernten. Boah, 15 Baumwolle, das ist ja krass. So. Müssen mal hier einen Platz schaffen. So, das Holz kann auflehnen. Jetzt müssen wir jetzt nur noch schnell hier Stoff herstellen. Da. Benzin. Oh ja, Benzin. Ich gehe kaputt. Ah, Mist. Echt jetzt? 6 Stunden. Wie lange haben wir noch für die Quest? 5,5. Das kriegen wir nicht hin. Oh, sehr knapp. Wir haben noch 5,5 Stunden. Und es dauert 55. Oh, so ein Ärger jetzt. Dann können wir ja gucken, was Holzkisten kosten. Holzkiste. Ja, guck mal. 4 Stück wollte die haben. Machen wir halt die Quest. Naja, gut, wir haben jetzt alles für den Stoff bekommen und ja gut, 1 Stunde sind wir zu spät dran. Ist jetzt ärgerlich, aber ernsthaft. Jetzt können wir die Quest nicht annehmen, weil hier zu ist. Wer hat sich denn Öffnungszeiten im Spiel ausgedacht? Ja, dann
brauchen jetzt hier noch ein bisschen Ausdauer auf und sammeln noch. So. Ein paar Bäumchen umnieten. So. Wir warten jetzt natürlich vorm Schlafen gehen, bis das die Kupferbarren fertig sind. Damit wir uns Kupferrohre herstellen können. Ah, jetzt ist das Inventar irgendwie voll. Am besten ist, wir stellen uns noch eine Kiste her. So. Die nennen wir einfach mal Ernte. Kann da nämlich Baumwolle, Kokon, Honig und der Kram aus der Kiste hier. Honig. So, das kann da auch alles rein. Mal ein bisschen umsortieren hier. Was machen wir eigentlich damit? Zum Aufwerten von Waffen. Okay. Das haben wir noch. Was ist das? Baumharz. So, das kann noch. Das kommt hier rein. Erde. Weicherde. Ja, die lassen wir mal lieber in dem. So. Wir machen das hier hin und das auch. Die ganzen Samen tun wir mal hier hin. Dünger. Dahin. Also Honigkram in die Ecke. So. 20 Sekunden, 50 Sekunden. Dann fangen wir an hier mit, was brauchen wir? Eine Axt für Hartholzstiel. Da. Ey, wir können eine Angel herstellen. Okay. Das haben wir. Ja. Er will uns ja mit seinem Preis noch über den Tisch ziehen. So, aber wir brauchen ja noch Kupferrohre. Zwei Stück. Ja, eins haben wir noch. Zwei müssen wir uns noch herstellen. Weil wir dieses Teil hier noch ein zweites Mal benötigen. Und Axt können wir halt noch nicht herstellen. Ah. Das ist ja schick gemacht. Da sieht man, dass zwei Rollen Stoff schon fertig sind. Die liegen hier schön zu sehen an der Seite. So, fertig, fertig. Ach, das ging doch hier schon wieder nicht. So, warte, da. Kupferrohre, zwei. So. Hier können wir weiter Barren herstellen. Ja, wir machen mal hier, machen wir mal Ziegel. So. Und bei dem hier stellen wir mal ein paar Bronzebarren her. Und dann können wir mal gucken, Holzkohle, einfach nur Holz.
Okay. So. So. Schauen wir. Ja, Holz haben wir genug noch. Ein Brückenteil haben wir. Eins der drei Kupferrohre. So, und da wir das hier jetzt nicht schaffen, 1,52. Ah, 1,28. Also wir liegen sogar nur knapp eine halbe Stunde hinterher. Schade. Schaffen wir leider nicht. Oh Gott. Negative Konsequenzen, wenn wir den aufgeben. Aber wenn wir nicht erfüllen, doch auch, oder nicht? Was ist das denn für ein Tag? Tag der strahlenden Sonne, 10 bis 14 Uhr. Okay. Und wo, auf Marktplatz, oder? Hm. Ja gut, dann haben wir leider... Wer ist sie? Haben wir mit der schon gesprochen? Was will die eigentlich an Geschenken haben? Ah, das scheint jedes Mal dasselbe zu sein. Okay. Ja, dann wissen wir ja schon Bescheid, dass die jungen Mädchen, vielleicht auch alle Frauen generell, diese Geschenke haben. Müssen wir nur mal gucken bei einem Mann nachher. Können wir mal durchzählen und dann nach und nach schon mal die Dinger dann freigeschaltet haben, einfach herstellen. So. Das mit dem Auftrag. Es wird spät, wir müssen uns hinlegen. Mit dem Auftrag hier ist ärgerlich. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Maschine dafür. Haben Stoff. Wenn wir nochmal so einen Auftrag finden am Aushängebrett, können wir den auf jeden Fall erfüllen. Da wir ja jetzt ganz schnell an die Materialien kommen. Oh, 31 Rufpunkte bei der Gilde. Oh, das ist ja ärgerlich. Okay, dann müssen wir nächstes Mal gucken, dass wir irgendwie eine andere Quest finden. Ups, die wir erfüllen können. Wie zum Beispiel die mit den Kisten. Und dann gucken wir, was der Tag der strahlenden Sonne ist. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt. Oh, da hat er sich jetzt gefreut. Muss seine Vorwärtsrolle machen. Gerne abonnieren, liken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.